Aber diesmal habe ich Dekoration eingekauft, und zwar bei Kiek. Genau, den fand ich tatsächlich relativ hübsch für Herbstdeko. Ich bin sonst nicht so der Herbstdeko-Fan, muss ich sagen. Oh, Alter. Hallo, meine Lieben. Euer Suchti war wieder einkaufen. Aber diesmal habe ich Dekoration eingekauft, und zwar bei Kiek. Eigentlich wollten wir zur Action fahren, also mein Sohn und ich. Und aber wir wollten nämlich eigentlich essen gehen, chinesisch. Und ja, wir waren ein bisschen zu faul und zu hungrig, sind dann nicht mehr zur Action gefahren. Und neben dem chinesischen Restaurant war auf jeden Fall ein Kiek. Und dann sind wir da kurz rein. Wir wollten nämlich noch ein bisschen das Haus so ein bisschen zu Halloween leicht herbstlich dekorieren. Und da haben wir jetzt ein bisschen was geholt, weil ich, weiß ich nicht, also zu Halloween habe ich zwar schon noch ein paar Sachen herbstlich, ja, manches davon kann man auf jeden Fall noch stehen lassen. Ich zeige euch jetzt, was wir alles eingekauft haben. Ich habe knapp 75 Euro nur für Deko ausgegeben. Es ist aber auch was Großes dabei. Damit fange ich am besten gleich mal an. Das fand ich jetzt so ziemlich am schönsten, sag ich mal. Und zwar haben wir hier einen... Oh, Moment, der ist riesig. Oh, so, den hier haben wir gekauft. Ich sage euch übrigens heute die Preise immer. Der hat jetzt 19,99 € gekostet. Ja, genau, weil das jetzt schnell online kommen soll, falls ihr euch auch noch was holen wollt, bevor es zu spät ist. Genau, das ist natürlich herbstlich durch den Kürbis und durch die Mütze. Erinnert auch so vielleicht, wenn man wollte, ganz leicht an Harry Potter. Jetzt der Kürbis nicht unbedingt, aber der Hut. Und ja, genau, den fand ich jetzt tatsächlich sehr schön. Würde ich mir auch mehrere Jahre hinstellen. Wir haben zwar jetzt gerade auch einen vor der Tür stehen, der selbst geschnitzt ist, aber ja. Wir haben ja auch noch andere Eingänge und da wollten wir den dann jedenfalls platzieren. Theoretisch kann der auch drin stehen. Genau, den fand ich tatsächlich relativ hübsch für Herbstdeko. Ich bin sonst nicht so der Herbstdeko-Fan, muss ich sagen. Alter Schwede, Jungs und Mädels, habt ihr jetzt aber Schwein gehabt. Das wäre so typisch, wirklich. Das ist mir auch schon mal in einem Livestream passiert. Ich habe neues Geschirr gekauft und mir fällt dann erstmal ein Teller runter. Das ist so gut, echt. Aber der ist jetzt noch in Ordnung. Aber es könnte sein, dass er ein bisschen innerlich beschädigt ist, so wie ich. Was? Auf jeden Fall haben wir jetzt hier noch mehr. Und zwar, genau, ich habe nicht nur Herbstdeko gekauft. Ich habe auch noch, weil ich kalte Füße hatte, ich hatte Sneakersocken an und es war viel zu kalt dafür. Auf jeden Fall habe ich dann auch noch Socken gekauft und wir schauen jetzt einfach mal weiter. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall davon, meine ich, drei mitgenommen. Das sind so kleine Lampignons. Ich glaube, das wird so ausgesprochen. Auf jeden Fall kam hier jetzt eine 1,99 €. Da haben wir hier einmal so Orangene mitgenommen. Ich glaube, dass da so ein Kürbisgesicht drauf sein soll. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich packe mal kurz einen aus. Ja, hier, das ist auf jeden Fall ein Kürbis. Dementsprechend groß sind die. Und ja, fast so wie mein Kopf. Und ja, ich hoffe, in meinem Kopf ist ein bisschen mehr drin als hier. Ja, finde ich ganz schön. Wie gesagt, 1,99 €. Ich meine, ich habe davor das Jahr die bei Rossmann gekauft. Die gab es dieses Jahr auch wieder. Also entweder kosten die, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine 3,99 € oder sogar 4,99 €. Ja, für quasi fast den gleichen Artikel. Und habe ich jetzt hier für 1,99 € gekriegt. Das ist natürlich schön, weil so lange halten die Dinger ja auch nicht. Und vor allem, es ist ja nun Herbst und es regnet dann auch mal, sollte man die draußen irgendwo aufhängen, dann halten die halt nicht so lange, ne? So, dann geht es weiter mit so, ja, die haben wir jetzt mitgenommen, weil die einfach lustig waren. Das ist, sind so Einmalteller letztendlich. 1,99 € und der Mitsuki kommt gerade und öffnet die Tür. Wie hast du die Tür? Mitsuki, drin bleiben wir raus. Gut. Mitsuki wollte raus. So, auf jeden Fall, ja, ein Teller, jeweils 1,99 €. Wie viele sind die drin? 8 Stück. Ja gut, das ist jetzt nicht so mega günstig. Und dafür, dass man es nur wegschmeißt, irgendwie doof. Aber irgendwie wollten wir ganz gerne so Schalen haben, wo man halt das Essen drauf platzieren kann. Und ja, dafür haben wir das jetzt genommen. Da gab es tatsächlich auch nicht mehr so viel Auswahl. Wir sind ja jetzt auch relativ spät. Na, aber theoretisch würde ich da auch was Bleibendes holen, weil Halloween hier schon immer irgendwie ein großes Thema ist, aber ja, habe ich jetzt da nicht gefunden, auf den letzten Drücker, so mehr oder weniger. Genau, vielleicht kriegt ihr von den Sachen ja auch noch was, deswegen möchte ich das jetzt auch relativ schnell und ohne Preise hochladen, weil das dauert doch immer ein bisschen. Und ja, dann habe ich hier noch einmal eine 18er Packung Servietten mitgenommen, die kam 1,49 €. So, des Weiteren, ich mache hier mal ganz kurz mit den Socken weiter. Also ich hatte kalte Füße und habe dann letztendlich, das war dann das dritte Produkt, was ich eingepackt habe. Hier war noch ein anderes Paar bei, was jetzt aber schon in der Wäsche ist. Die habe ich mir mitgenommen. Die sind so ein bisschen doppelt unterlegt hier unten. Und oh, das sah total ein bisschen asozial aus. Ich hatte nämlich so eine Leggings an und dann so mittelhohe Sneaker, sag ich mal. Und die haben oben rausgeguckt. Das sah jetzt nicht so schön aus. Ich habe zwar mir Mühe gegeben, dass es ein bisschen weiter runter ist. Aber ja, das hat nicht so geklappt. Es war dann aber auch egal. Es war dann egal. Hauptsache, ich hatte warme Füße. Und das war so eine Wohltat, die direkt anzuziehen. Und allgemein liebe ich das Gefühl von neuen Socken total an den Füßen, weil die so auch so weich und so flauschig sind. Und wenn man die dann irgendwie, naja, öfter mal wäscht, dann werden die irgendwie immer härter und unschöner. Und naja, auf jeden Fall waren die jetzt ganz toll.
haben mir sehr schön die Füße warm gehalten. Und ich hasse das, wenn meine Füße kalt sind, dann kriege ich auch instant Schmerzen im Bauchbereich und ich kriege schlechte Laune und alles Mögliche. Übrigens, ganz liebe Grüße an die liebe Verkäuferin bei Kick. Die hat tatsächlich mich angesprochen und mich erkannt. Das fand ich total lustig und sie war total süß und lieb und hat sich ganz viel Mühe gegeben. Und ich war auch ein bisschen kompliziert an der Kasse, weil ich recht viel hatte und dann auch noch alles Mögliche getrennt bezahlen wollte. Und das hat sie auf jeden Fall ganz toll gemacht. Ganz liebe Grüße an dich. Ich habe dich gar nicht nach deinem Namen gefragt. Ich bin auch aufgeregt, wenn mich einer anspricht. Naja, auf jeden Fall ganz liebe Grüße und danke für die nette Bedienung. So, heißt das überhaupt Bedienung bei Verkäufer? Verkäufern? Naja, auf jeden Fall herzlichen Dank. Das hast du toll gemacht. Dann habe ich hier noch die Weihnachtssocken mitgenommen. Die hatte ich mir quasi als erstes noch mit ausgesucht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, wieso eigentlich irgendwie. Haben die mich gecatcht, aber wenn ich mir die jetzt so zu meiner Garderobe vorstelle, ist das jetzt nicht gerade das Schönste, aber ist okay. Die sind halt flauschig, die haben auch so ABS unten drunter, glaube ich, heißt das. Zwei Paar, ich nehme ja immer 39 bis 42, ich habe eigentlich nicht so große Füße, aber die kleinen Socken, da kriege ich die Krise drin, wenn vorne die Zehen so eingeengt sind. Genau, und übrigens im Moment auch bei Jeans. Ich habe bald einen Haul für euch, das dauert aber noch ein bisschen. Ich kann im Moment Jeans nicht ertragen. Sie sind mir nicht wirklich zu eng, aber die kneifen und die sind so hart, ich hasse die, ey. Also Moment, ne? Ich habe ja so viele Jeans, ihr seht die ja immer wieder mit den vielen Knöpfen vorne. Ich liebe die eigentlich, aber die sind so hart. Ich hasse es. So, die hier durften auch noch mit die Kuschelsocken, da ist ein Pinguin drauf. So süß, wirklich. Das ist auch so ein Zweierpack hier. Achso, ich habe hier eben gar nicht den Preis gesagt. Ne? Die hier kamen 2,99. Die kamen auch 2,99. Und hier sehe ich gerade das Schild nicht. Aber ich denke, dass die auch so, ja, 3-4 Euro gekostet haben. Ja, auf jeden Fall auch die bin ich sehr gespannt. Die werden wahrscheinlich ordentlich im Trockner nochmal abfusseln. Und hier sind meine Socken, die ich ausgezogen habe. Ja, wollt jetzt jeder wissen. So, dann habe ich hier 10-mal habe ich diese Netze mitgenommen. Also es sind so Spinnennetze mit 4 Spinnen jetzt dran. Und ja, das wollen wir halt so ein bisschen verteilen. Wollen wir auch gar nicht so lange hängen lassen, damit die nicht so vollstauben und wir die vielleicht nächstes Jahr nochmal benutzen können. Ich habe gestern Abend bei DM bestellt und da gab es auch sowas. Das waren allerdings nur 20 Gramm. Hier sind jetzt 30 drin für 1 Euro. Und die 20 Gramm mit nur 3 Spinnen dran bei DM Online. Ich hatte die jetzt nicht in der Hand. Ich weiß nicht, ob es ganz genau das gleiche ist. Aber da kriegt man weniger für 2,50 Euro. Und hier 10 Gramm mehr für 1 Euro. Ja, dementsprechend 10 Stück haben wir mitgenommen, damit wir die auch gut verteilen können. Ich habe die halt einfach gerne da tatsächlich. Letztes Jahr habe ich die, glaube ich, bei Action gekauft und da waren die noch ein bisschen günstiger, meine ich, irgendwie um die 80 Cent sogar. Ich habe jetzt dieses Jahr, ja, sind wir aus Faulheit nicht wegen der Deko dahin gefahren, sondern halt zu Kick. Aber dann habt ihr hier schon mal einen Kick-Haul. Also ich glaube, ich habe erst einen hochgeladen. Ja, wie gesagt, 10 Packungen davon. Dann kam hier noch ein Lampignon mit in Lila. Genau, da sind jetzt Fledermäuse drauf. Ihr habt ja gerade gesehen, wie groß die sind. Das ist quasi der gleiche Artikel. Der kam auch 1,99 Euro. Und die restlichen davon. Dann haben wir hier noch so kleine. Das sind so Plüschspinnen. Die sind ein bisschen auf süß gemacht quasi. Kam jetzt 2,49 Euro. Haben wir 5 kleine und 2 große drin. Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich mag Spinnen natürlich nicht. Es gibt nicht so viele Leute, die keine Spinnen nicht mögen. Also die Spinnen mögen, es gibt schon Leute, aber die meisten mögen sie ja doch nicht. Ich bin auch einer davon. Wenn die bei mir im Haus sind, dann möchte ich sie auf jeden Fall raushaben. Ich gebe mir immer Mühe, sie zu fangen. Manchmal klappt es nicht, dann müssen sie leider dran glauben. Aber meistens bringe ich sie zum Glück raus und man muss die ja super weit wegbringen, damit die nie wieder zurückfinden. Ich habe mal gehört, glaube 50 Meter oder so. Ja, das ist dann natürlich immer nervig. Gerade jetzt kommen die ganz viel rein. Letztens, da dachte ich, ich gucke nicht richtig. So ein Zufall, das muss ich euch erzählen, wo wir gerade bei Spinnen sind. Ich stehe morgens auf, setze mich auf die Toilette. Zu viel Information. Ja, egal. Auf jeden Fall gucke ich so noch im Halbschlaf auf meinem Handy rum und irgendwann komme ich so ein bisschen zu mir. Ohne Scheiß, ne? Wirklich ohne Scheiß sitzt eine Spinne von diesem ganz großen, ein bisschen kleiner, auf meinem Daumen. Warum? Wie kommt die da hin? Also, und vor allem, warum merke ich das nicht? Ich habe die nicht gespürt. Ich habe sie gesehen, aber nicht gespürt auf meinem Daumen. Der ist nicht taub. Also was soll das? Also ganz eklig war das. Naja, gut. Wir haben noch einen Arsch voll von den Spinnennetzen. Wirklich, wie gesagt, 10 Packungen habe ich davon mitgenommen. Dann haben wir hier noch so eine Pappteller als Gespenst. Das ist auch ganz süß, wie viele sind hier drin. Kostet übrigens 1,99 €. Sind auch 8 Stück drin. Und ja, das war aber auch noch nicht alles. Und zwar habe ich hier noch, das fanden wir auch ganz lustig, mit drei Becher mitgenommen. Mit so einem Totenkopf aus Plastik sind die wirklich ganz billig gemacht. Irgendwie, ich dachte irgendwie, oh, wir könnten die in Geschirrspüler machen, aber ich glaube, das ist gar nicht so vorgesehen.
Auf jeden Fall würde ich oben sowieso das ganze Wasser reinlaufen und dann da drin stehen. Also die werden wir auf jeden Fall mit der Hand spülen. Sind so Totenköpfe, sind eigentlich ganz süß. Was kostet eine? 1,99 Euro. Ja, ist jetzt natürlich auch nicht so mega günstig, aber wir fanden es jetzt ganz witzig und ja, durfte dann halt mit in so coolen Farben. Und dann ist das auch ein kleiner Gag so auf dem Tisch letztendlich, ne? Kann man ja auch theoretisch Snacks drin servieren. Ich hatte irgendwann auch schon mal so ein Salatbesteck, also so als Skeletthände irgendwo. Ich glaube, bei Teddy damals gekauft. Aber das ist schon kaputt. So, hier ist noch ein Kürbis, der ist so ein bisschen mit Samt überzogen. Der kam 2,49 Euro, ist ganz leicht. Also den werde ich auf jeden Fall nicht vor die Tür stellen, sondern nur nach drinnen. Und ja, sollte sich irgendwie so quasi zu dem anderen dazugesellen, weil ansonsten waren da nur noch hässliche Kürbisse. Vielleicht findet ihr die auch hässlich, aber die anderen waren schlimmer, meiner Meinung nach. Genau, dann haben wir hier noch, lasst mich mal schauen, das ist gar nicht mehr so viel. Hier, die fand ich noch ganz schön. Das ist so eine, ja, das ist, sieht ja offensichtlich aus wie eine Kerze. Kam 5,99 unten kann man Batterien reinmachen. Oh, ich hasse das, das glitzert. Das, ich hasse das. Uah, eigentlich kaufe ich sowas gar nicht, ne? Vielleicht mit Haarspray einsprühen oder so, hilft das? Oder Sprühkleber? Naja, auf jeden Fall muss ich hier Batterien reinmachen und dann wird das irgendwie leuchten, eventuell das Glitzer da drum herumfliegen. Wir fanden es einfach ganz lustig, damit nicht nur überall Spinnennetze hängen, sondern auch so eine krümelige Glitzerkacke. Das ist nicht so schön, ich hasse das. Das ist aber überall so. Wenn irgendwo Glitzer an den Sachen dran ist, dann hast du es dann auch überall. Bäh. Ja, den hier haben wir noch mitgenommen, das war der letzte. Den fanden wir einfach so süß. Er ist total, sieht schrecklich aus eigentlich. Also er ist so süß. Er hat hier überall Klebereste, er hat seinen Fuß verloren, den haben wir, ja, weiß nicht, für 1,99 noch bekommen. Aber es war der letzte und er musste ganz dringend mit. Und deswegen, ja, der musste mit. Ja, das war ganz süß. Genau, und dann habe ich noch, habe ich euch letztens erst im Aufgebraucht-Video von erzählt, hier jetzt ganz viele von meinen Augenbrauenrasierern mitgenommen. Die sind da einfach am günstigsten. Ich habe schon mal gesagt in dem Aufgebraucht-Video auch, dass das Plastik nicht das hochwertigste ist. Also kann man jetzt vielleicht nicht ganz mit denen aus der Drogerie vergleichen, aber die Klingen, das funktioniert für mich wirklich sehr gut. Die sind nicht zu groß, die sind nicht zu klein, die sind scharf genug. Und selbst wenn ich jetzt nur nach ein, zweimal, ich rasiere damit mein Gesicht halt meistens, nicht nur die Augenbrauen. Nein, ich habe keinen extremen Darmbart zum Glück nicht, aber ich mag es gerne, wenn trotzdem alles weg ist. Und da muss ich dann nicht so ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich dann neun nehme, weil eigentlich ist das gesünder auch für die Haut, wenn die nicht zu stumpf sind, weil man kratzt sich ja dann auch die Haut. Nein, man kratzt sich nicht wirklich auf, aber es ist trotzdem schlimm für die Haut, wenn die Sachen einfach stumpf sind und du noch öfter über die Haut gehen musst. Ne? Das ist dann, ist ja klar. Deswegen habe ich mir jetzt hier, ich glaube, 6 Packungen erstmal mitgenommen. In Schwarz gab es die auch noch. Naja, 3 Stück für 1 Euro. Und sonst bezahlt man für 3 Stück 3 Euro, glaube ich. 3,50. Es kommt drauf an, von welcher Marke man die kauft. Ich glaube, hier Catrice hat jetzt, oder Essence. Ich glaube, Catrice hat die jetzt auch ins Sortiment aufgenommen. Da hat man zum Beispiel einen Stiel und 4 Wechselköpfe. Das ist natürlich auch nicht schlecht, kostet dann aber auch 3,70. Also das ist jetzt auch nicht so mega schlecht. Aber ich meine, 1 Euro für 3 Stück, das nehme ich natürlich die, ist ja ganz klar. Genau, ich hatte ja auch mal so ein Dermaglow, hatte ich euch mal erzählt. Das ist von Wilkinson einer, der, da kann man auch, also der ist sehr hochwertig, sehr schwer und so. Aber da muss ich halt auch sehr oft leider die Klingen wechseln. Das ist dann deutlich teurer. Leider, leider, leider. Ja, ihr Süßen. Genau, das war es auf jeden Fall mit dem Kick-Haul. Ich möchte euch jetzt noch mal ganz kurz was anderes noch dazu zeigen. Da könnt ihr mich quasi auch ein bisschen unterstützen und auch den Verlag. Und zwar, na, kennt ihr bestimmt von Maxim, na, den Partner, den Danny, der liebe Danny, der hat einen Buchverlag und da habe ich ein bisschen geshoppt, tatsächlich auch privat geshoppt und er hatte mir auch schon mal was geschickt und ich wollte jetzt nur mal sagen, also ich zeige euch einmal, was ich da geshoppt habe. Und dann wollte ich euch aber auch erzählen, dass wenn ihr meinen Code bei einem Einkauf da eingebt, Frühling heißt der Code, dann bekommt ihr eine kleine, mini, süße Autogrammkarte von mir. Eine, die es exklusiv nur da gibt tatsächlich. Und ja, original unterschrieben, also falls ihr da auch mal was, ja, gerne shoppen wollt oder weiß ich nicht, was verschenken wollt, dann benutzt das gerne und vielleicht ist ja irgendeiner tatsächlich scharf auf sowas. So, also ich meine auf so ein Autogramm. So, ich finde das immer ein bisschen surreal, dass ich ein Autogramm gebe. So, egal, auf jeden Fall, ich habe hier schon einige Bücher von ihm. Das hatte er mir vor über einem Jahr mal ganz lieb zugeschickt, dass ich das lesen konnte. Ich muss gestehen, ich habe es nicht ganz so weit gelesen, weil ich allgemein nicht so krass gerne lese. Da kommen wir aber gleich zum nächsten. Das ist aber sehr spannend. Also der Anfang, das war schon sehr spannend, das muss ich unbedingt weiterlesen. Deswegen habe ich es auf jeden Fall auch noch, war ja auch Hardcover und so. Das habe ich mir geholt. Das ist sehr cool und zwar heißt Stalker. Und ich bin auch ein kleiner Stalker. Das ist nämlich geschrieben mit, also die ganze Geschichte, das ganze Buch geht nur über Textnachrichten letztendlich, ohne wirklich viel Handlung noch irgendwie da. Und das ist so spannend. Ich fühle mich wie so ein kleiner Sherlock, wie so ein kleiner Mini-Stalker, wie so ein kleiner, wie heißt der noch? Joe
Joe, hier von You, der Typ. Naja, egal. Auf jeden Fall, was ich eigentlich auch noch sagen wollte, ist, dass die dieses Jahr wieder einen Adventskalender haben. Ich habe den letztes Jahr schon auch privat gekauft. Das ist eine kleine süße Geschichte und da gibt es halt jeden Tag einen Brief, den man dann öffnet, dann geht die Geschichte weiter. Und dieses Jahr gibt es davon noch einen zweiten Teil. Ich glaube, den kann man auch unabhängig von dem ersten Kalender lesen. Und also, falls ihr da Interesse dran habt, das ist wirklich sehr süß gemacht und das gibt es halt auch nicht so einfach irgendwo anders. Dann schaut da gerne mal hin. Das ist sehr verlässlich und sehr vertrauenswürdig am Ende. Fall. Ja, genau. Dann weiß ich nicht. Da gibt es auch Kochbücher hier zum Beispiel. Es gibt sogar ein Make-up-Buch. Ich habe ja auch noch ein Kinderbuch geschenkt bekommen. Vielen herzlichen Dank. Da freue ich mich auch so sehr drüber. Und so süß. Egon auf Reisen. Egon, das Käsemonster gibt es auch noch. Das ist, glaube ich, der erste Teil und das ist, glaube ich, der zweite. Meistens ist es aber wirklich so, dass man das auch unabhängig voneinander lesen kann. So, ihr Süßen. Hier mal ganz kurz nur einen kleinen Einblick, wie so ein Adventskalender aussieht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Wie gesagt, habe ich mir auch selbst gekauft und werde das dieses Jahr mit meinem Sohn auch wieder lesen. Das haben wir letztes Jahr nämlich auch gemacht und das war auch wirklich sehr schön. Hat die Bindung einfach auch ein bisschen verstärkt und die Weihnachtsvorfreude sozusagen. Ich danke euch fürs Zuhören, dass ihr euch das jetzt auch noch angehört habt und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen guten Morgen, was auch immer, wann auch immer ihr das hier guckt. Und rennt nochmal zu Kick, falls ihr auch noch ein bisschen Halloween-Deko haben wollt. Extrem hochwertig ist das jetzt hier alles nicht, aber das ist halt trotzdem, also ne, das muss es auch nicht sein. Das ist gar nicht so lange, immer, das hängt ja gar nicht so lange. Ich wünsche euch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.